Die Haie kommen gut raus aus dem eigenen Drittel über Grenier. Bleibt dann aber hängen, beißt sich fest. Und wieder Berlin. Boyczak ist durch. Boyczak, Tor 1:0 für die Gäste. Für Zach Boyczak, aber dieser Zweikampf hier. Super im Umschaltspiel, nimmt die Scheibe, direkter Weg nach vorne, spielt hier einmal auch, sieht, dass er gut vorbeikommen kann. Ja, gut. Super Abschluss, schön einmal zur Mitte gezogen, durch die Beine gelegt. Gemacht, mal Druck von außen und einfach zum Tor schieben. Ja, und so schnell kann es gehen. Wow. Da erklärt uns Ronja eben diese Szene und dann gewinnen die Eisbären auf der anderen Seite. Das Pulli und die Scheibe schnackelt da unter der Latte, zappelt im Netz. Was für ein Handgelenkschuss. Ja, also super gemacht von Ron. Jetzt die Eisbären gesehen, die Schussstatistik 18 zu 16. Was hatten wir nach dem ersten Drittel? 7 zu 10. Also Köln hat da definitiv mehr getan. Das war sicherlich auch so eine Ansage. In der Kabine. Und wie ist das denn? Gelaufen. Wunderbar. Fantastisch. Einwandfrei. Mit der Zunge schnalzen. Und schließlich muss einer nur noch Danke sagen. Da, Nöbels. Was für ein Paar. Oh, wow. Und da ist es, das 4:0. Er hat einfach unheimlich viel Zeit und der Schuss. Ein Stück weit passiver im Vorcheck. Oh, das war eine gute Chance für Best. Und dann kommt die Scheibe nochmal und sitzt. Ja. Zunächst die Chance für Best, dann klären die Berliner nicht ganz. Und Glötzl quasi. Auch das gut. Und es gibt eine Strafe. Schuss kommt. Und die nächste Chance für Köln. Das nächste Tor. Nachschuss gar nicht nehmen braucht. Er hätte jetzt hier auch. Sondern legt ihn nochmal wieder zurück auf Jason Best. Köln hat ja 5 Scorer unter den Top 20 in der Penny DL. Und die sind jetzt auch auf dem Eis. Aber Berlin macht. Schauen wir hin hier. Cormier, der nachgeht. Die letzten 5 Sekunden. Best. Und dann ist dieses Spiel hier beendet. Die Eisbären Berlin gewinnen. Alle Spiele der deutschen Eishockeyliga live, nur bei Magenta Sport.